and the LPGA Tour proudly present the culmination of the season-long race to the CME Globe. Die LPGA Tour ist zum großen Saisonfinale zu Gast in Naples, Florida, und Golfpost berichtet von der CME Group Tour Championship. Im Tiburon Golf Club ging es nicht nur um den Sieg, sondern mit der Entscheidung in der Saisonwertung um das höchste Preisgeld aller Zeiten im Frauengolf. A season-long race for $1 million. All comes down to today. Just one more round, one more shot, one more putt. That could be the difference as the race to the CME Globe comes to an end. Expectations are high and the stakes even higher. The Tour Championship is on the line, along with the Vera Trophy and Player of the Year honors, plus an unprecedented $1 million payout. It's all up for grabs, and today we finally find out who will claim them here at the CME Group Tour Championship. Die überglückliche Siegerin des letzten Turniers 2014 war dann am Ende auch die erste Gewinnerin des Race to the CME Globe Jackpots, die erst 17-jährige Neuseeländerin Lydia Ko. Auf dem Weg zu ihrem größten Erfolg musste sich der Rookie des Jahres jedoch harter Konkurrenz erwehren, zu der lange auch die deutsche Sandra Gahl gehörte. We certainly won't forget about her if she does that on the back nine. That moves her to 8 under par, looking for her first victory since the 2011 Kia Classic. Mit guten Putts und präzisen Annäherungen, auch aus schwierigen Lagen, hielt sich Gahl im Rennen um den Sieg. Zum Ende verließ sie dann ein wenig das nötige Glück, die Bälle fielen nicht mehr zu den erhofften Birdies. 7 unter Par reichten trotzdem zum hervorragenden 5. Platz, schlaggleich mit US Women's Open-Siegerin Michelle Wee aus den USA. Lydia Ko war derweil mit 3 Schlägen Rückstand auf die führende Paraguayerin Julieta Granada auf die letzten 18 Löcher der Saison gegangen. Dank einer fehlerfreien Runde fand die Neuseeländerin schnell Anschluss an die Spitze, vergab dann an der 18 sogar die erste Chance auf den Sieg. Right in the heart. Good leave though. Als jedoch auch bei der Spanierin Carlota Siganda sowie Julieta Granada die Siegputts nicht ihren Weg ins Loch fanden, musste ein Stechen die Entscheidung bringen. Nachdem Granada mit Bogey aus dem Rennen war, fiel die Entscheidung also in einem spanisch-neuseeländischen Duell. Siganda war die erste, die dort den fast sicheren Titel verpasste. Zuvor, fast die Hand am Pokal, landete die Europäerin kurze Zeit später am 4. Extraloch out of bounds und musste droppen. Diese Chance ließ sich Lydia Ko nicht nehmen, lochte zum 5. Sieg ihrer jungen Karriere und kassierte damit das Rekordpreisgeld von insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar. Lydia Ko pulls off the double here at the CME Group Tour Championship and has 5 wins before her 18th birthday on the LPGA Tour. Remarkable. Neben dem starken Saisonabschluss Sandra Gahls beendete Caroline Masson das Jahr mit 10 über Par auf dem geteilten 53. Rang. Golfpost verabschiedet sich mit den besten Bildern der Siegerinnen 2014 und freut sich schon jetzt auf die neue Saison, wenn es Ende Januar mit der Coates Golf Championship in Florida in ein hoffentlich ebenso spannendes Jahr 2015 geht. The 26-year-old from Sweden. It is a miracle. Kari Webb wins the JTBC Founders Cup. Just an impeccable performance on a Sunday in Rancho Mirage, and Lexi Thompson is a major champion. Lewis wins for the first time in Texas. And you can start the party in Azusa. Lizette Salas is a winner on the LPGA Tour. Welcome back to the top of the rankings. MB Park is back to winning ways. What a way to break through for Michelle Wee, her first major championship. There it is. It's official. Stacey Lewis is the champion.
buried it. Yes, it is Mo Martin's moment. It's Lydia Ko, the winner of the Marathon Classic. The crown in Spanish hands this first time around. It's win number one for Miriam Lee on the LPGA Tour. Back-to-back wins for NB Park at the Redmond's LPGA Championship. The wait is over. So Young Yoo, you have won. Hyoju Kim in her first trip to a major. Your father is on the bag to share the moment with you. There is a new shooting star on the horizon of the women's game, and her name is Miriam Lee. Shan Shan Fang, after a dramatic minute that decided it all. That is some sort of birthday present. Kyu Jung Baek wins in Korea. Christina Kim back on top on the LPGA Tour. And how many times did she imagine this moment?